Wie einige von euch schon mitbekommen haben, wurde mein erstes Stärker als Goku Video über Anos von Sony gestrikt, da ich teilweise Clips verwendet habe, um meine Thesen zu unterstützen. Noch zwei Strikes und der Kanal ist weg, daher muss ich ab jetzt aufpassen, dass ich keine Clips verwende. Ich könnte jetzt eventuell auch noch verklagt werden, bin also mal gespannt, wie das ausgehen wird. Nichtsdestotrotz machen wir heute weiter mit dem nächsten Stärker als Goku Video. Yo Bros, Meliodas wieder am Start, heute zu dem zweiten Part von Stärker als Goku. Heute mit dem Charakter Rimuru Tempest. Bevor wir aber anfangen, wollte ich etwas klarstellen. Ich habe von vielen in den Kommentaren gelesen, dass Xeno-Goku aus Dragon Ball Heroes stärker sei. Dazu wollte ich eben Stellung nehmen. Dragon Ball Heroes ist kein Kennenwerk von Akira Toriyama. Es ist ein Werbeanime und Webmanga als Promo für das Arcade-Game in Japan, was in der Welt von Dragon Ball spielt, aber nicht in der Original-Storyline und nicht von Akira Toriyama geschrieben wurde, sondern eine studioeigene Produktion ist. Die Zeichner und Storyboard-Schreiber sind Yuki Kadota und Yoshiyuki Suzuki, die beide vorher nie einen Manga, geschweige denn eine Story geschrieben haben, sondern nur angestellt wurden wegen dem Arcade-Game, um ihnen eine Chance zu bieten, sich auszuprobieren. Falls ihr mir nicht glaubt, könnt ihr euch dann mal selber die Serie anschauen. Broly kann dort in den Super Saiyajin 4 Modus. Und wenn ich euch jetzt die Frage stellen würde, wer ist stärker? Son Goku oder Mr. Satan? Was würdet ihr sagen? Ich denke mal, wenn man nicht komplett lost ist, würde man Son Goku sagen. Außer man möchte jetzt witzig sein oder trollen. Aber was, wenn ich euch sage, dass Mr. Satan bei Dragon Ball Heroes auf Multiverse Plus gescaled wird und sogar ein Kandidat ist für die Position eines Gottes der Zerstörung? Er wird einfach auf 2A gescaled, genau wie Goku in seiner stärksten Form in Xenoverse. Man merkt also, dass Dragon Ball Heroes und das ganze Xenoverse absolut keinen Sinn machen und nur zur Unterhaltung dienen. Mit dieser Welt kann man nicht argumentieren, da sie sich einfach selber widerspricht bzw. die Kennenwelt, die Toriyama aufgebaut hat, komplett in den Dreck zieht. Wo wir das jetzt geklärt haben, kommen wir endlich zu Rimuru. Wer ist überhaupt Rimuru und woher kommt er? Rimuru Tempest, früher bekannt als Mikami Satoru, ist der Hauptprotagonist von Tensei Shitara Slime Dataken. Auf Englisch, How I Reincarnated as a Slime. Er ist der Gründer und König des Monsterlandes. Auch bekannt als der Sturm des großen Jurawaldes. Er gilt als einer der stärksten Dämonenherren unter den Great Demon Lords sowie als der einzig bekannte große Dämonenherr. Außerdem ist er Partner und bester Freund von True Dragon Beldora Tempest. Zu Beldora sage ich später noch mehr. Rimuru wird in der Scaling-Szene sehr unterschiedlich gescaled, daher möchte ich hier keinen Highball in diesem Video machen. Wir nehmen daher Rimuru auf Hyperversal, sprich 1B an. Zum AP-Scale kommen wir später im Video. Gegen Ende werde ich auch nochmal was zum Thema sagen, wer ist stärker, Rimuru oder Anos? Bedenken müssen wir hierbei außerdem, dass wir Rimuru aus der Light Web Novel nehmen und nicht Rimuru aus dem Anime oder Manga. Kommen wir erstmal zu einer kleinen Erklärung der Kosmologie von Slime, damit euch einige Sachen später leichter zu verstehen fallen. Erwachte Demon Lords sind spirituelle Wesen, die sich regenerieren, solange ihre Seelen nicht zerstört und in der Lage sind, sich in angehaltener Zeit zu bewegen. Es gibt zahlreiche Hexfeeds in der Serie wie Soul Manipulation, Probability Manipulation, Fate Manipulation, Reality Warping, Time Manipulation, Intangibility, Causality Manipulation, Existence Erasure und so weiter. Der Gott des Multiversums, Veldanava, nachdem er sich im völligen Nichts gelangweilt hatte, schuf die gesamte Welt, die mehrere parallele Universen hatte. Damit erschuf er natürlich auch alle ihre Regeln und alle Fähigkeiten in der Serie. Veldanava ist der Bruder von Veldora und Veldora, wie eben erwähnt, ist der beste Freund von Rimuru. Bevor er das Multiversum erschuf, soll er Omnipotenz und Omniscience gewesen sein. Omniscience meint hier auf Deutsch allwissend. Aber er nutzt diese Fähigkeiten nicht mehr, weil er der Meinung ist, es wäre langweilig, das Endergebnis seiner Kreation, Schöpfung und des Multiversums zu kennen. Kommen wir nun zu den Feats bzw. ihrer tatsächlichen Bezeichnung im Werk. Ultimate Skills sind Skills, die durch die Seele und die Existenz einer jeden selbst erschaffen werden und diese können nicht kopiert oder geklaut werden. Ultimate Skills sind in der Serie Tensei bzw. Slime, ich werde die Serie immer nur als Tensei oder Slime bezeichnen, damit ich nicht den ganzen langen Namen der Serie sagen muss. Diese Fähigkeiten machen den Benutzer widerstandsfähig gegen die Fähigkeiten der Fertigkeit unterhalb ihres Levels. Das kam zum Vorschein, als Clayman dachte, dass sein Unique Skill Puppenspieler, der eine Zielseele angreift und sie dann komplett kontrolliert, Milim Nava kontrollieren könnte. Worauf Guy Crimson im Grunde über die Idee lacht, dass eine Unique Fertigkeit auf jemanden wirken soll, der eine Ultimate Skill Fertigkeit besitzt. Also merken wir uns, Ultimate Skills stehen ganz oben, da helfen auch keine Unique Skills dagegen. Dazu auch das Zitat, Magie wirkt sich nicht auf eine Person aus, die eine ultimative Fähigkeit besitzt. Das kann man in Kapitel 187 nachlesen.
In der Serie ist es also ziemlich offensichtlich, dass Magie bei ihnen nicht funktioniert, wenn man keine Ultimate-Fähigkeiten besitzt. Das gibt ihnen einen Widerstand gegen verschiedene Fähigkeiten wie Seelenmanipulation, Geistmanipulation, Materienmanipulation und so weiter, da diese Fähigkeiten nachweislich von Menschen besessen sind, die keine ultimativen Fähigkeiten-Anwender sind. Das macht Sinn, da Ultimate-Skill-User die Gesetze der Welt verstehen und daher besser im Gebrauch von Magie sind als Personen, die keine Ultimate-Skill-User sind. Das kann man in Kapitel 185 nachlesen. Kommen wir nun zu der Erklärung eines bestimmten Feats, auf den ich später noch besser eingehe. Turn Null. Turn Null ist die Energie, die verwendet wurde, um die Welt zu erschaffen. Zitat: Die ultimative und höchste Fähigkeit ist Turn Null, welche die Urenergie erzeugt, die benötigt wird, um eine Welt zu erschaffen. Schließlich ist Turn Null, wie der Name schon sagt, reine und superdichte Energie, die alles zerstörte. Eine Super-Level-Fähigkeit, die die Zerstörung der bestehenden Welt und sogar die Erschaffung einer neuen Welt ermöglichte. Man sagt, dass Veldanava nach der Erschaffung der aktuellen Welt Turn Null verlor und er mit dem magischen Essenzzüchter-Reaktor zurückblieb. Das kann man in Kapitel 247 nachlesen. Zusammenfassend kann man sagen, es war der Feed, der von Veldanava benutzt wurde, um das Multiversum zu erschaffen. Kommen wir nun zu einigen Feeds von Rimuru. Immortality. Dämonen haben ewige Jugend. Sie werden sich regenerieren, solange ihr Kern, der in ihren Seelen existiert, nicht zerstört wird und werden innerhalb von ein paar hundert bis höchstens 1000 Jahren wiederbelebt, solange der Geist der Finsternis existiert. Geister sind Typ 1 Konzepte, da ihre Geburt die Existenz ihres jeweiligen Elements hervorbringt. Zum Beispiel existierte die Zeit nie, bevor der Geist der Zeit geboren wurde. Danach hätten wir Abstract Existence. Dämonen wurden als Conceptual Existences geboren, die die Kraft vom Geist der Finsternis empfangen und wiederbelebt werden, solange der Geist der Finsternis existiert. Zusätzlich absorbierte und analysierte Rimuru die Fähigkeiten der Engel. Engel wurden als begriffliche Existenzen geboren, die die Kraft vom Geist des Lichtes empfangen und wiederbelebt werden, solange der Geist des Lichtes existiert. Somit besitzt Rimuru die Kraft der Engel und der Dämonen und ist ein Wesen außerhalb der normalen Existenz. Dann kommen wir zur Akausalität. Charaktere mit dieser Art von Kausalität arbeiten auf einem anderen und unregelmäßigen System von Ursache als die der regulären Kausalität. Diese gewährt ihnen Widerstand gegen Fähigkeiten wie Kausalitätsmanipulation, Schicksalsmanipulation und Vorherkenntnis. Dann hätten wir die multiple Existenz. Das gehört auch noch zur Akausalität. Rimuru kann sein Bewusstsein gleichzeitig mit mehreren Körpern teilen. Jeder Körper ist durch den Seelenkorridor verbunden, wodurch ihre Erinnerung, Zeit und Raum transzendieren und sich ineinander akkumulieren. Rimuru kann also nicht sterben, solange seine anderen Körper im imaginären Raum und in einem anderen Universum existieren. Regeneration. Diese ist High Godly. Kann seinen physischen Körper sofort regenerieren. Kann sich von Melt Slash regenerieren, einer Schwertkunst mit Disintegration, die vollständig alles vernichtet, was aus Materie, Seelen und Informationen besteht, die die Welt, also Universum und Multiversum, bilden. Law Manipulation. Kann die Gesetze der Welt kontrollieren. Kann Spirit Magic verwenden, die physikalische Gesetze umschreibt. Conceptual Manipulation. Beelzebub kann das Konzept der Zeit essen, wenn er Amok läuft. Hierzu später noch mehr, was eigentlich Beelzebub ist. Existence Erasure und Matter Manipulation. Kann Disintegration verwenden, was ihre Ziele aus der Existenz löscht. Konnte Hinatas Disintegration nach der Analyse nutzen, weil er es absorbiert hat. Power Nullify. Das gehört auch teilweise zur Existence Erasure. Mit Restrainer kann er einen Raum erschaffen, in dem er die Fähigkeit zurückhalten kann, die darin verwendet werden können. Aber wenn die andere Partei damit nicht einverstanden ist, wird die Restriktion in diesem Raum aufgehoben. Mit dem Magic Canceller kann er die Fähigkeiten seiner Gegner zunichte machen. Mit Saint Demon Union kann er praktisch alle physischen und magischen Angriffe aufheben. Außerdem kann er den Zeitfluss mit Time Control steuern, um Zeit anzuhalten und sich mit einer millionfachen Geschwindigkeit zu bewegen, während die Zeit stillsteht. Reality Warping und Probability Manipulation. Mit primitiver Magie kann er Phänomene nur durch Wunsch erzeugen und die Wahrscheinlichkeiten der Dinge verändern. Cosmic Awareness. Ciel, eine Existenz, zu der Rimuru beigetragen hat und ein Feed von ihm ist, kann die gesamte Welt beobachten, bis zu dem Punkt, sodass er eine perfekte Kopie machen kann. Widerstand gegen Conceptual Manipulation. Rimuru wurde von der Zerstörung des Universums nicht berührt. Das Universum wurde zerstört, weil ein großer Geist geboren wurde und alles auslöschte. Leben und Tod und sogar die anderen großen Geister, deren Geburt zur Existenz ihres jeweiligen Elements führte. Zum Beispiel der Zeitgeist, der für die Zeit verantwortlich war. Rimuru kann sozusagen durch Reactive Evolution so gut wie jeden Feed widerstehen, solange er ihn vorher durch Raphael analysiert. Und er kann sich jeder Fähigkeit jedes Gottes der Schöpfung widersetzen. Dem Gott der Zeit, dem Gott der Erschaffung, Schöpfung und Existenz, dessen Leben alles und jeder ist.
Vieles mag für euch unklar sein, dazu muss man einfach den Anime schauen oder halt die Light Web Novel lesen. Das alles sind nämlich Feats, die Remoro einsetzen kann. Kommen wir nun zu den LP und Speed Scale, bevor wir zu seinen wirklich starken Fähigkeiten kommen, die ihm diese Feats ermöglichen. Remoro hat nämlich auch Turn Null, das ist nämlich die Urenergie, die es dem Benutzer ermöglicht, die bestehende Welt zu zerstören und eine neue Welt zu erschaffen. Wie gesagt, mit Welt ist immer das ganze Universum bzw. das ganze Multiversum gemeint. Mit seinem Turn Null war Veldanava in der Lage, die Welt, die unendlich parallele Universen hat und unendlich groß ist, neu zu erschaffen und das Multiversum so oft zu recreaten, wie er wollte. Über einen Zeitraum von unzähligen Jahren sammelte sich Turn Null in Remoros imaginären Raum, der ihm genug Energie gibt, um die Welt, die unendliche Universen enthält, unendlich oft neu zu erschaffen. Der Geist der Zeit sagte folgendes in einem Light Novel Chapter bezüglich Remoro. Auch Remoro und Valgrind reisten an einen Ort, der die Zeit überschritt und keinen Raum hatte. Valgrind reiste nicht nur jenseits der Universen, sie bereiste unzählige Welten und unzählige Zeitalter, wofür sie speziell den Flammkönig Kthuga einsetzte. Und das nur durch ihre normale Geschwindigkeit. Sie ist in der Lage, in die Vergangenheit durch normales Gehen zu reisen. Und sie selbst sagte, dass Remoro schneller als sie sei. Und Remoros Azathoth kann buchstäblich Zeit und Raum erfassen und sich sofort bewegen, indem er bewusst darüber nachdenkt und sogar die Zeit beeinflusst. Demnach ist Zeit und Raum für Remoro absolut irrelevant, da er überall sein kann und überall gleichzeitig ist. Nachdem er von Yuki via End of Time and Space in die Zukunft geschickt wurde, verfügte er nun über eine nahezu unendliche Menge an Null-Energie, die es ihm ermöglichte, das Multiversum zu rekonstruieren, wenn er es wollte, vergleichbar mit Prime Veldanava, der Schöpfer des Multiversums ist. Remora hat also nun jede Fähigkeit, die es in Slime gibt. Er wird daher Immeasurable eingescaled, da die Voraussetzung dafür ist, dass die Bewegung jenseits der linearen Zeit stattfindet. Deshalb kann die Geschwindigkeit von ihm nicht gemessen werden, da die Formel für die Geschwindigkeit S gleich D durch T nicht angewandt werden kann, wenn T undefiniert ist. S gleich D durch T bedeutet einfach Speed gleich Distance durch Time. Und da Time für Remoro nicht wirklich gilt, kann man seinen Speed nicht berechnen. Gleiches gilt eigentlich auch für die Distance, da er das auch umgehen kann. Kommen wir nun zu den Fähigkeiten, die Remoro wirklich stark machen. Da er also jede einzelne Fähigkeit im Verse bis zum Ende der Serie bekommen hat, können wir auch über ein paar crazy Fähigkeiten sprechen, die er jetzt hat. Lasst uns mit Void God Azathoth beginnen. Die Fähigkeit allein verleiht Remoro Turn Null Space Time Control, True Dragon Release Core Transformation, Soul Consumption, Imaginary Room, Multiple Dimension Barrier, Suspended World, Time Warp und Teleportation. Diese Fähigkeit gibt ihm also Zugriff auf die mächtigste Energie der gesamten Serie. Eine Dimension, um buchstäblich alles zu speichern, einschließlich Feinde und ihre Fähigkeiten. Ebenso Gegner durch die Zeit- und Raummanipulation zu killen, bevor sie überhaupt denken können. Die stärkste Verteidigung der Serie und einige der besten Raumzeitfähigkeiten, also Space and Time Manipulation, Time Warp und so weiter. Sowie Valgrind und Veldora und ihre jeweiligen Schwertkräfte. Über Ciel habe ich ja schon vorher gesprochen, eine Existenz und zugleich Fähigkeit von Remoro. Es gibt Remoro sozusagen einen Quantencomputer und eine geniale Ebene des Intellekts, was es ihm ermöglicht, seine Gedanken bis zu 10 Millionen Mal zu beschleunigen. Harvest God Shub-Niggurath ist nicht nur eine weitere Fähigkeit, die von H.P. Lovecraft inspiriert wurde, sondern auch absolut broken. Zumindest im Kontext der Serie, dass Remoro erlaubt, seinen Dienern Fähigkeiten zu geben oder von ihnen zu bekommen. Somit kann er halt wirklich jeden Feed bekommen, den jeder seiner Diener oder Verbündeten hat. Zum Beispiel die von Veldora. By the way, H.P. Lovecraft werden einige von euch wahrscheinlich kennen. Er ist Buchautor und hat Wesen wie Cthulhu oder Azathoth erschaffen, auf die Slime immer wieder zurückgreift. Der Typ hat auf jeden Fall sowas von kranke Monster und Wesen erschaffen, Freunde. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Eine weitere bemerkenswerte Fähigkeit ist Megiddo oder Gottes Zorn. Remoro kann somit handeln, bevor der Gegner überhaupt weiß, dass er handelt. Daher kann Remoro Attacken vorhersehen oder Situationen aus der Zukunft sehen. Schöpfung Lord Ahura Mazda. Das ist eine äußerst vielseitige Fertigkeit, die es buchstäblich ermöglicht, alles von Grund auf neu zu erstellen. Womit Remoro durch Raphael absolut alles und jeden neu erschaffen kann und nie in eine Zwickmühle gerät, da er alles weiß, bevor es passiert. Wichtige Fähigkeiten, die Remoro vieles ermöglichen. Predator. Absorbiert das Ziel in seinem Körper, absorbiert alle organischen Stoffe, anorganischen Stoffe, Fähigkeiten, also Feats und Magie, die die Person besitzt. Great Sage. Diese Fähigkeit erhöht die Geschwindigkeit, mit der Remoro seine Gedanken verarbeiten kann, um das Tausendfache. Zu Great Sage gehört auch All of Creation. Eine Fähigkeit, die es Remoro ermöglicht,
jedes nicht verborgene Phänomen zu verstehen. Darüber hinaus verbessert es seine analytischen Fähigkeiten bis zu dem Punkt, dass es für ihn fast unmöglich ist, seine Umgebung falsch zu analysieren und das Risiko zu beseitigen, dass seine Analyse nach hinten losgeht. Somit kann er jedes Phänomen in jeder Zukunft und in jeder Vergangenheit analysieren und weiß somit immer, was er wie kontern kann oder was passieren wird. Außerdem hat er die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit zu ändern, sodass man das Unwahrscheinliche wahrscheinlicher machen kann und umgekehrt. Wisdom King Raphael, eine erweiterte Fähigkeit von Great Sage, in dem sich die Geschwindigkeit der Analyse und allen anderen um 10 Millionen Mal erhöht. Gluttonous King Beelzebub, die weiterentwickelte Version von Rimurus einzigartiger Fähigkeit Gluttony und Predator, verleiht die folgenden Unterfähigkeiten. Magen. Diese Fähigkeit absorbiert Ziele in einem Warp-Space und kann diese dort in einem abgekapselten Raum speichern. Soul Eater. Diese Fähigkeit, Seelen vollständig aufzufressen und sie in Energie umzuwandeln. Wenn er eine Seele absorbiert, bekommt er einfach so mal dessen Kraft und dessen Feeds. Storm King Veldora. Somit kann er Veldora beschwören in seiner Drachenform, wann immer er es möchte, und ebenfalls seine Fähigkeiten, also Feeds, benutzen. Covenant King Uriel. Eine ultimative Fähigkeit, die Rimuru nach der Entwicklung und Analyse des The Hero Infinite Prison erworben hat. Es hat die folgenden Unterfertigkeiten. Spatial Domination. Die Fähigkeit, den Raum zu manipulieren, um sich und andere sofort in einem Satz von Koordinaten zu transportieren, mit dem er vertraut ist. Ebenfalls kann er den Raum so beherrschen und die Zeit anhalten. Außerdem kann er alle Möglichkeiten im Raum manipulieren und die Law in diesem Raum, den er manipuliert, ändern. Defense Barrier. Die Fähigkeit, eine Dimensionslayer zu erschaffen, die ihn über Zeit und Raum beschützt. Infinite Prison. Das ist die Fähigkeit, Ziele für immer in eine imaginäre Infinite Space zu versiegeln. Diese Fähigkeit erlaubt keine Einmischung von außen und schwächt sich auch nicht mit der Zeit ab. Er kann den Infinite Space erschaffen, was sein eigener Raum ist, in dem er omnipotent und omniscient ist und alles machen kann, was er möchte. Selbst Nothingness auslöschen. Kommen wir dann zu Analyze Expert. Eine Fähigkeit, die es dem Benutzer erlaubt, seine Umgebung bis ins kleinste Detail zu analysieren und somit einen Plan nach dessen Ergebnissen seiner Analyse zu erstellen. Diese Fähigkeit von ihm ist so gut, dass Yuki Rimuru als vergleichbar sieht, wenn nicht sogar größer als er selbst ansah, obwohl er praktisch jede Fähigkeit der Serie gewonnen hatte. Yuki sah seine Magie als seinen Trumpf, aber selbst hier war Rimuru in der Lage, innerhalb kürzester Zeit Yukis Fähigkeiten zu analysieren und zu kopieren, wobei er Yukis Fähigkeiten auslöschte und dieser keine Wahl hatte, als Rimuru ans Ende of Time Space zu schicken, da nichts anderes mehr bei ihm funktioniert hätte. Und jetzt kommen wir zu Void God Azathoth, Rimurus Hauptfertigkeit, die als Ergebnis der Synthese von Wisdom Lord Raphael, Gluttony King Beelzebub, Storm King Veldora und Scorch King Belgrind erschaffen wurde. Obwohl sowohl Sturmkönig Veldora als auch Scorch King Belgrind verwendet wurden, werden nur einige bestimmte Fertigkeiten vererbt. Diese ultimative Fähigkeit dreht sich um Zeitraummanipulation, Energieverbrauchen und magische Energiequellen. Seine Unterfertigkeiten sind also die folgenden. Turn Null. Durch die Nutzung der Macht einer chaotischen, nuklearen Dimension kann Rimuru das Bedürfnis nach Mana bei der Verwendung von Magie umgehen und gleichzeitig die Potenz seiner Zauber exponentiell erhöhen. Diese Energie ist in der Tat die Urenergie, die verwendet wurde, um die unendlichen parallelen Welten, die existieren, zu erschaffen. Turn Null kann alles erschaffen und zerstören. Mit Turn Null konnte Veldanava die Welt und die Geister erstellen, deren Geburt die Existenz eines jeden verursachen. Zum Beispiel existierte die Zeit nie, bis der Geist der Zeit geboren wurde. Ich glaube, mittlerweile habt ihr das verstanden. Dann gibt's den imaginären Raum. Eine Fähigkeit, die geschaffen wurde, um das Ziel in einer separaten Dimension einzugrenzen und dort zu isolieren. Diese Dimension ist im Grunde Rimurus Magenfähigkeit und ist unendlich groß, wie von Ciel angegeben. Raumzeitkontrolle. Eine Fähigkeit, die Rimuru die Raumzeit bis zu einem gewissen Grad manipulieren lässt, sodass er Feats wie Instant Teleportation und Time Stop vollbringen kann. Diese Fertigkeit macht Rimuru auch in der Lage, sich innerhalb angehaltener Zeit zu bewegen, wodurch die Fähigkeit, Zeit anzuhalten, gegen ihn nutzlos wird. Ebenso ist die Zeitmanipulation nutzlos, da Rimuru halt nicht an Zeit und Raum gebunden ist. True Dragon Core Transformation. Diese Fähigkeit, die Kraft von Veldoras oder Belgrins Kern mit ihrer Zustimmung in eine klingenartige Waffe zu manifestieren, die die Gesamtheit ihrer spirituellen Kraft verdichtet, um eine vektorisierte Energieexplosion auszulösen. Es braucht sowohl Rimurus Angriffsabsicht
als auch Veldoras und Velgrins Zustimmung, um seine volle Macht freizusetzen. Eine Klinge aus allein Veldoras Kern kann eine Explosion auslösen, die während eines Testes den Ozean spaltete und ein Land mit einer aus Versehen Handbewegung auslöschte, selbst ohne Remurus ausdrückliche Absicht. Es ist auch möglich, stattdessen einen Pseudo-Core zu erstellen, der nur 5% der Ausgangsleistung des Originals hat, was trotzdem ausreicht, um Götter zu besiegen. Future Attack Prediction. In Chapter 94 wird klar, Remuru kann durch Raphael jede Attacke in der Zukunft vorhersehen. Pocket Reality Manipulation. Remuru kann Pocket-Dimensionen im imaginären Raum selbst erschaffen. Time Warp. Diese Fähigkeit, Zeit und Raum zu transzendieren, um den Ort zu erreichen, den er sich wünscht. Damit kehrt er auf das Schlachtfeld zurück, nachdem er von Yuki ans Ende von Zeit und Raum geschickt wurde. Er benutzt es auch, um in seine alte Welt zu gehen, um sein sterbendes altes Ich, Mikami Satoru, zu heilen. Er ging damit in ein anderes Multiversum, weil das Multiversum, in dem er sich selbst befand, natürlich in einer Fiktion stattfindet und er halt wieder in die Realität zurückging. Das kann man in Chapter 248 nachlesen. Space-Time Manipulation. Am Ende der Serie wurde Remuru zu einem Gott, der über Zeit und Raum herrscht. Nicht nur über Zeit und Raum, sondern über alle unendlich großen Universen und auch außerhalb des Multiversums. Wie weit hinaus und wie viele Multiversen er zerstören könnte, ist aber nicht klar. Information King Akashic Records. Eine von Yuki erhaltene Fähigkeit, die Yuki erlangte, indem er seine eigene ultimative Fähigkeit, den Schöpfungsherrn Ahura Mazda, demontierte und in das Veldanava-Schwert einbaute. Dies macht Remuru in der Lage, jede Fähigkeit der Serie zu nutzen. Das kann man in Kapitel 247 nachlesen. Chrono Saltation. Eine ultimative superdimensionale Magie, die das Ziel in eine Raumzeit transportiert, in der die Zeit endete. Diese Fähigkeit bringt seine Ziele bis ans Ende der Raumzeit, zusammen mit ihren Klonen, wo auch immer sie existieren. Prideful Lord Lucifer. Das war Gis ultimative Fähigkeit, die für die vollständige Replikation von Fähigkeiten, die er auch nur einmal sehen muss, ermöglicht. Lustful King Asmodeus. Ruminas ultimative Fähigkeit, die über Leben und Tod herrscht, kann damit Tote wiederbeleben und ihre Gegner den sofortigen Tod zufügen. Ermöglichte ihr auch, Vitalität und Lebensenergie zu spüren. Kann auch andere regenerative Fähigkeiten erhöhen, sodass selbst eine tödliche Verletzung sofort heilt. All Creation Manifestation. Velgaias einzigartige Fähigkeit, alles zu erschaffen, was er sich vorstellt. Primitive Magic. Primitive Magic ist Magie, die auf einer Ebene über der Magie von Dämonen positioniert ist. Es ist die Quelle aller Magie. Es kann verschiedene Dinge tun, wie die Zeit anhalten, den Raum manipulieren, den Geist manipulieren und andere Fähigkeiten negieren. Primitive Magic ist eine Magie, die alles erschaffen und zerstören kann, was sich der Benutzer wünscht. Kommen wir zu weiteren kranken Feats. Instant Death. Das kann man in Chapter 191 nachlesen. Adalmans Fähigkeit, seine Ziele mit dem bloßen Angucken zu töten. Wenn sie die Attacke nicht verteidigen, sterben sie direkt, egal wie stark der Feind ist. Calamity Cannon. Berettas einzigartige Fähigkeit, die die zwei gegensätzlichen Attribute, die Kraft der Götter und Dämonen, vereint und so nicht blockiert werden kann, es ist der sofortige Tod. Es nutzt die Macht jedes Gottes und jedes Dämonenkönigs. Perfect Memory X und Endless Regeneration X. Perfect Memory ermöglicht es Remuru, seine Erinnerung nach dem Tod zu bewahren. In Verbindung mit Endless Regeneration, selbst wenn sein Kopf weggeblasen wird, kann er sich in seinen astralen Körperzustand verwandeln und somit dem Tod entgehen. Selbst wenn sein physischer Körper stirbt, kann er nicht wirklich sterben, wenn seine Seele nicht zerstört wird. Wenn also seine Seele nicht zerstört wird, wird sie sich regenerieren. Ähnlich wie bei Anos, er kann ja auch erst sterben, wenn das Konzept nicht mehr existiert. Chaotic Fate. Shions Fähigkeit, die das Schicksal während des Angriffs manipuliert, hat die Fähigkeit des Kochs durchdrungen. Es ist also sozusagen irgendwie so ein Schrägstrich, der die Ergebnisse bringt, die der Benutzer wünscht. Selbst wenn das Schicksal sagt, dass etwas nicht geschnitten werden kann, erlaubt diese Fähigkeit dem Benutzer, es zu durchschneiden. Sprich, er kann den Fate und die Lore umschreiben, wann immer er es möchte und somit alles passieren lassen, was er will. Wenn er stirbt, schreibt er es einfach vorher um, dass er nicht stirbt. Mit durchdrungen bzw. durchschnitten ist gemeint, dass die Fähigkeit das Schicksal durchtrennt, wie wenn man als Koch etwas zerschneidet, da Shions Essen halt absolut eklig schmeckt. Das kann man in Chapter 113 nachlesen. Ich glaube, die meisten haben gar keine Ahnung, wovon ich rede, aber ihr müsst es einfach selbst nachlesen. Probability Manipulation. Veldoras Fähigkeit, die die Wahrscheinlichkeit manipuliert, kann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit zugunsten des Nutzers zu verdoppeln. Zum Beispiel, wenn es nur eine Chance von 50% gäbe,
einem Angriff zu entkommen, würde diese Chance von 50% zu 100% werden. Ebenfalls kann er diese immer zu 100% werden lassen, wenn er es wünscht. Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet diese Fähigkeit nutzen, um euren Crush zu überzeugen, euch zu lieben. Oder ihr wollt einfach 1 Million Euro von Jeff Bezos haben. Dann geht ihr zu ihm, sagt, ey, gib mir Geld. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er euch was gibt? Na, ich denke mal, es geht gegen Null. Aber durch diese Fähigkeit wird es einfach zu 100% gehen. Wie krank ist das bitte? Inertia Manipulation. Hinatas Fähigkeit, die Trägheit zu manipulieren, was es ihr ermöglicht, die Trägheit ihrer Gegner zu neutralisieren. Selbst wenn der Gegner schneller ist als sie, kann sie deren Trägheit aufheben und sich genügend Zeit geben, dessen Angriffe abzulenken. Chapter 87. Mit Trägheit ist gemeint, dass sie das Objekt verändern kann und aus der 1 eine 0 machen kann und andersherum, sodass eine schnellere Attacke langsamer wird oder ein Gegner, der eigentlich schneller ist, langsamer wird. Also eine Art inverse Fähigkeit, die einfach alles umdreht. Paradise Time. Diablos Fähigkeit, die Zeit für jeden außer für sich und seinen Gegner stoppt. Der Geist seines Gegners wird in eine Illusionswelt gezogen, während sein Körper in der realen Welt in angehaltener Zeit ist. In Diablos Illusionswelt hat er die Fähigkeit, Leben und Tod seines Gegners aufgrund seiner mentalen Stärke zu kontrollieren. Mit Umkehrung von Wahrheit und Irrtum hat er auch die Fähigkeit, Realität und Illusion auszutauschen und alles, was in der Illusionswelt geschieht, in der realen Welt Realität werden zu lassen. Seine Fähigkeit kann jedoch überwunden werden, wenn der Gegner eine starke mentale Kraft hat. Die mentale Kraft muss aber hier stärker sein als die von Remuru. Und da Remuru Hyperversal 1B ist, gibt es nur sehr wenige Gegner, die ihm etwas entgegensetzen können. End of World. Diablos Fähigkeit mit dem Effekt, die alles verneint und Zerstörung bringt. Für die Dinge, die Diablo nicht zulässt, erscheint der Effekt der Zerstörung. Es ist eine Fähigkeit, die mächtig genug ist, um Shions chaotisches Schicksal zu überwinden, welches das Schicksal manipuliert, die Ergebnisse bringt, die Shion sich wünscht und die Angriffe ihres Gegners zunichte macht. Es ist also im Wesentlichen nichts anderes als Existenzlöschung und kann auch verwendet werden, um die Seele seines Gegners zu löschen. Er kann damit jede Fähigkeit umgehen und kann diese verneinen und mit der Chaosenergie zerstören, die zu dem Konzept von allem gehört. Dimension Race. Das ist Segeons Fähigkeit, in der er seine Finger spreizt und seine Hand schwingt, die Dimension und Raum trennt. Er kann damit auch das Universum teilen, das kann man in Chapter 229 nachlesen. In den Händen von Rimuru kann er eventuell auch das Multiverse teilen und noch darüber hinaus, da Segeon um einiges schwächer war als Rimuru und das schon ausgereicht hat, um Universen zu schneiden. Nihilistic Hazard, eine Fähigkeit, die er Ghadra verdankt. Das genaue Gegenteil von Disintegration. Diese Magie ist die stärkste großräumige Dunkelmagie. Bei dieser Magie wird eine große magische Formation am Himmel und am Boden geschaffen. Bei der Verbindung dieser beiden magischen Formationen werden unzählige Sphären dunkler Elektrizität freigesetzt. Es ist eine dunkle Magie, die Leere in diese Welt bringt. Und die Leere, die in die Welt freigesetzt wird, verschwindet erst, wenn ihre negative Energie null wird. Es wird alles auf seinem Weg verschlingen und seine Existenz auslöschen. Diese Magie könnte sogar das ganze Multiverse verschlingen, wenn sie nicht richtig kontrolliert wird. Um das in anderen Worten zu erklären, es ist eine Magie, die die Nothingness erschafft und alles in dem Radius auslöscht und das nicht nur materiell, sondern komplett aus Time, Reason, Meaning und Beyond. Space Time Continuous Strike. Valgrinds Fähigkeit, die sie erlangt, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit erlangt hat, wurde zu Flammengott Kthuga aufgewertet. Es ist in der Lage, Zeit und Raum zu überschreiten, um den Gegner zu treffen, die sogar Dinge wie Veldora Tempest Parallel Existence und Multiple Existence ignorieren. Das kann man in Chapter 236 nachlesen. Es geht also beyond Space, Time, Meaning und Reason und zerstört einfach alles, was im Weg ist. Vor dieser Fähigkeit ist es nicht mal möglich abzuhauen oder geschweige denn sich vorzubereiten, weil du schon tot bist, bevor du überhaupt denken kannst. Da diese Fähigkeit halt bis zur Erschaffung des Multiversums geht. Jetzt nicht wie bei Anos vor der Erschaffung, also nicht ganz so krass, aber dennoch stark genug. Anaphylactic Shock, Apitos Fähigkeit, die den Effekt des sofortigen Todes hat. Selbst wenn der sofortige Tod nicht aktiviert wird, wird der scharfe Schmerz ausgelöst, der ihren Zielseelen Schaden zufügt. Es raubt seinen Gegnern auch den Widerstand gegen Angriffe auf ihre Seele. Chapter 230. Eye of the Moon. Soeis Fähigkeit, die in der Lage ist, alles überall auf der Welt zu beobachten, mit der Möglichkeit auch Ton hinzuzufügen. Diese Informationen können verarbeitet und in ein Video umgewandelt werden. Kann auch verwendet werden, um isolierte Dimensionen zu lokalisieren und in und aus ihnen zu teleportieren. Chapter 191.
Space and Time Manipulation, um genau zu sein, kann alles aufzeichnen und sehen, in etwa wie Omnipotenz. Du bist ja da und gleichzeitig nicht. Hierbei muss man bedenken, dass es Fähigkeiten von verschiedenen Wesen sind, beziehungsweise die Informationen aus der Quelle der Person, der sie benutzt. Rimuru aber kann jede Fähigkeit wahrscheinlich nochmal viel krasser nutzen, da er stärker ist und jede Fähigkeit des Verses hat. Die Resistances muss ich nicht erwähnen, weil es mit Law, Fate, Probability, Subjective Reality, Manipulation und Reality Rewrite klar ist, was ihnen befallen kann und was nicht. Um es kurz zu machen, so gut wie nichts, außer etwas, was vor der Erschaffung des Multiverse passiert ist und vor der Erschaffung von allem und nichts ist. Rimuru ist also ein richtig krasser Ich muss aufpassen, was ich sage. Und da kommen wir auch schon zur Diskussion darüber, wer stärker ist, Anos oder Rimuru. Das ist ja genauso eine Frage wie, wer ist stärker, dein Vater, nachdem du eine schlechte Note nach Hause gebracht hast, oder deine Mutter mit einem Tellik, Papuche oder, wie man es auf Deutsch sagt, einem Hausschuh? Na, könnt ihr euch entscheiden, wer stärker ist? Also, ich kann es nicht klar beantworten. Aber ich versuch's mal. Zunächst muss gesagt werden, dass beide in der Oberliga mitspielen. Rimuru wird auf VS Battles auf 2B gescaled und Anos auf 2A. Wie wir aber bei Anos wissen, nerft er sich selbst mit ca. 50% seiner Power, um nicht alles auszulöschen. Sollte man Anos Full Power betrachten, dann wäre er wahrscheinlich Tier 1. Es gibt sogar viele, die ihn auf 1A scalen, was möglich ist, da der Silver Sea kein Ende hat. Rimuru ist aber auch nie All Out gegangen, daher wird er in der Scaling Community auch oft auf Tier 1B gescaled. Wenn es also zum Battle der beiden Charaktere kommen würde, wäre also theoretisch alles möglich. Rimuru könnte ja auch theoretisch auch auf 1A sein, man weiß es nicht genau. Bei AP und Speedscale kann man wirklich diskutieren, wer von den beiden der Stärkere ist. Bei den Feats aber überwiegt Anos. Ich spreche jetzt direkt das größte Problem an, was Rimuru hat. Er kann nämlich immer noch nicht vor den Beginn von Alles und Nichts gehen. Demnach könnte Anos einfach vor die Nothingness reisen, bevor überhaupt irgendwas existiert hat, und Rimuru neutralisieren. Venus Dunoa ist also einfach verdammt OP und grenzenlos. Und wer besitzt Venus Dunoa? Anos. Es gibt aber auch einige, die beide Charaktere auf Boundless, also Tier 0 scalen. Wobei ich sagen muss, dass das eventuell etwas Highballing ist, man weiß aber nie, was noch kommen wird. Und deshalb ist diese Option auf jeden Fall theoretisch immer offen für die beiden Charaktere dieses Kalibers. Eins können wir definitiv sagen, beide sind definitiv stärker als Son Goku, und darum geht's ja im Endeffekt in diesem Format. Danke fürs Zuschauen, Freunde, obwohl es wieder ein langes Video geworden ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Rutsch ins neue Jahr, auch wenn es in den letzten Jahren echt nicht gut lief mit den ganzen Einschränkungen. Ich hoffe auch, dass ihr alle eure Ziele erreicht und auch wenn es harte Phasen im Leben gibt, dürft ihr nicht aufgeben und müsst nach vorne schauen. Es gibt Ups und Downs und seid euch sicher, wenn ihr gerade in einer Down-Phase seid, wird's bald wieder nach oben gehen. Deshalb habe ich auch immer Angst, wenn es halt zu gut läuft. Ja, so ist das, Freunde. Danke für die ganze Unterstützung über die Jahre. Danke, dass ihr meine Product Placements unterstützt und immer wieder gönnt. Ich hoffe, das Jahr 2022 wird für uns alle ein besseres. Wir hören uns im neuen Jahr. Ich bin raus. Ich melde mich. Tanjikura ma bald auch Hokage, echt jetzt, Milio, das ist der Name, weil Itachi die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf Tsunade auf, meisterte alle sechs Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch, Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.